Ich nehme einen später, fahr du schon mal. Das ist immer jedes Mal dasselbe. Ach übrigens, ich treffe mich nach der Arbeit mit Regine. Schon wieder? Naja, sie ist so selten in der Stadt. Ja, mach nicht so lange. Tschüss, hab den Hut. Haben Sie Zeit, mit mir zu reden, Evelyn? Ist er tot? Nein. Mein Mann hat das Auto gefahren. Das war Ihr Mann? Ja. War das Ihre Tochter? Ja. Sie wird es auch schaffen. Das ist ihr Geburtstag heute. Wir werden heiraten. Ja, das werden Sie mit Sicherheit. Glauben Sie? Bin ich mir sicher. Es tut uns schrecklich leid, was da passiert ist. Wenn wir Ihnen irgendwie helfen können, dann... Haben Sie jemanden, der zu Hause auf Sie wartet? Familie oder... Nein, ich habe keine Familie. Die Familie von Achim wohnt in den USA. Hier ist meine Karte. Da steht mein Name. Hören Sie, können Sie nicht mal nachfragen, wie schlimm das hier ist? Die wollen mir nichts sagen. Das ist, weil die selber noch nichts wissen. Aber wenn Sie was wissen würden, dann würden Sie es mir doch sagen, oder? Ja, mit Sicherheit, ja. Und? Erzählst du mir jetzt was Persönliches? Ich bin gehemmt. Aber nicht so in der Art gehemmt wie du. Ich? Du findest mich gehemmt? Naja, ich hab dich beobachtet. Also, mein Therapeut hat gesagt... Du machst eine Therapie. Du nicht? Nein, nein. Ich hab mir das ganz abgewöhnt. Ich habe mir meine ganz eigene Theorie zurechtgelegt. Dass man nie einen Rat von jemandem annehmen soll, den man nicht gründlich kennt. Ja, aber ich bin ja mit meinem Therapeuten sehr vertraut. Hast du mit deinem Therapeuten denn geschlafen? Nein. Nein, um Gottes Willen. Entschuldigung, aber das ist, was ich gemeint habe. Jemand, mit dem man geschlafen hat. Du willst also sagen, ich soll von niemandem einen Rat annehmen, mit dem ich keinen Sex hatte? Im Grunde ja. Und wir beide? Haben wir schon mal miteinander geschlafen? Selber. Ja, eben.